Die Römerkampagne beginnt mit den letzten Tagen eines Krieges mit den Trojanern. Einem Krieg, den wir gewinnen. Unsere Truppen haben aber bereits das nächste Ziel vor Augen, daher ist die Eroberung der trojanischen Siedlung in dieser Mission nur Mittel zum Zweck. Unsere eigentliche Aufgabe ist es, 4 Fähren sowie 3 Kriegsschiffe zu bauen und die Fähren mit Soldaten unserer Wahl zu füllen. Die trojanische Siedlung beginnt gut ausgebaut und dadurch auch mit knapp 110% Kampfkraft. Sie wird auch soweit möglich expandieren, eure Grenzen müssen also durch Türme geschützt werden. Die Siedlung enthält auch 2 Buchten, eine im Norden und eine im Süden. Die nördliche Bucht ist in meiner Erfahrung aber besser geeignet, da die südliche erst noch aufgeräumt werden muss, bevor ihr dort eigene Werften errichten könnt. Im Westen eurer Siedlung findet ihr einen Berg mit einer Mischung aus Gold, Stein und Kohle. Das ist auch erstmal der einzige Ort, wo ihr Gold bekommen werdet. Zusätzliche Kohle und Stein findet ihr bei Bedarf im südlichen Berg. Im nördlichen Berg findet ihr Kohle und Eisen. Der nordöstliche Berg ist fast ausschließlich mit Stein gefüllt. Und der östliche Berg enthält eine Goldader, die sich aber auf der falschen Seite der Grenze befindet. Sobald ihr in die Offensive geht, sollte sie euer erstes Ziel sein. Diese Mission ist jetzt nicht schwer, aber lasst euch auch nicht dazu verleiten, sie auf die leichte Schulter zu nehmen. Zieht zunächst alle eure Soldaten zurück. Das erfordert vielleicht ein paar Anläufe, aber ihr müsst verhindern, dass ein Turm den Besitzer wechselt. Eure Siedlung hat bereits das Nötigste von allem, aber werdet auf jeden Fall 2 weitere Getreidefarmen, eine weitere Bäckerei und mindestens eine weitere Goldschmelze benötigen. Verteilt auch einige Holzfäller, um die ganzen Bäume in eurer Siedlung loszuwerden. Wichtig ist aber vor allem, dass ihr eure Verteidigung nicht vernachlässigt. Die Trojaner sind defensiv eingestellt, solange also keiner ihrer Türme erobert wird, sollten ihre Angriffe unfokussiert und überschaubar bleiben. Sobald ihr aber einen ihrer Türme erobert oder einen eurer eigenen zurückerobern müsst, werden sie euch mit allem angreifen, was sie haben. Eure kleinen Türme an der Grenze sind daher langfristig eine Gefahr und sollten unbedingt durch große Türme ersetzt werden. Mindestens 2, wenn nicht sogar 3 an jedem Eingang zu eurer Siedlung. Hier hat meine eigene Nachlässigkeit mich fast die Runde gekostet. Macht nicht den gleichen Fehler. Ihr startet auch schon mit einigen Zielobjekten, zumindest das erste Set solltet ihr also noch vervollständigen, bevor ihr angreift. Sobald ihr angreift, gibt es kein Zurück mehr, also seid euch sicher, dass ihr die Oberhand haben werdet. Erobert eine der Buchten und baut zunächst die Fähren. Wenn diese beladen sind, genügt es bereits, wenn ihr den Bau der Kriegsschiffe beginnt, um die Mission erfolgreich zu beenden.